Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. B-Win. Alle Spiele auf allen Screens, live und in HD. Jetzt buchen auf telekombasketball.de. Ready, hallo und herzlich willkommen bei Zoom. Heute mit dem Vorbericht gegen Ulm, mal nach Zahlen und ein bisschen Sport am Au. Also los geht's. Am Dienstag früh gab es die neuen Drahtesel für die Spieler und so ein Tour de France-Anwärter ist John Bryant. Also Interview im Fahren. John, how often do you use your bike? Not this often this year, but last year I rode it every day. Ah, okay. Also Basketball nicht reichen würde, hä? Why is Munich the perfect city for bicycle rides? Because it's flat. Where I'm from, there's nothing but hills, so you can't really ride. But here it's perfect. You get to cruise and you don't have to worry about climbing up big hills. You can go faster. I'm in shape. I hope the camera guy is also in shape. Perfect. So the next game is against Ulm. What do you expect from the game against Ulm? You know, Ulm's a good team, especially at home. You know, great fans. And, you know, they got a good team. And, you know, we expect, you know, nothing but a hard game from them. Ja, okay. Also, und der Vorbericht jetzt von Julia Glonecker. Der Osterhase hat's gut gemeint mit allen Basketballfans. Direkt nach der Eiersuche gibt's am Ostersonntag die Belohnung mit dem Südschlager der Bundesliga zwischen Ulm und München. Das Duell ist das Spitzenspiel des 29. Spieltags. Der Vierte empfängt schließlich den Tabellendritten. Und während die Bayern schon für die Playoffs qualifiziert sind, könnte Ulm bei einem Heimsieg das Ticket ebenfalls buchen. Ian Vougioukas, seit 4 Spielen der Turm unter dem Ulmer Korb, 2,11 Meter, der griechische Koloss, und damit ist er gleich groß wie Bayerns John Bryant. Mehr Duell auf Augenhöhe geht also nicht. In 4 Spielen hat Vougioukas bislang gut 10 Punkte erzielt, bei 12 Einsatzminuten mehr als ordentlich. Der 29-Jährige kam von Galatasaray Istanbul. Die größten Erfolge feierte Vougioukas aber bei Panathinaikos Athen. In 3 Jahren wurde er Meister, Pokalsieger und sogar Euroleague-Champion. Für beide Mannschaften ist das Spiel der Auftakt zu einem Restprogramm, das es in sich hat. Der FCBB spielt gegen die 6 Top-Konkurrenten. Ulm hat Bayern, Berlin und Bamberg vor der Brust. Das Hinspiel gewann Bayern dank eines Schlussspurts 100-93. 35 Minuten waren damals aber die Ulmer in Führung. Zudem Vorsicht Bayern, Ulm zuletzt aus der Distanz treffsicher. Beim Sieg in Braunschweig trafen die Jungs von Coach Leibenat starke 52% from downtown. Die Bilanz sehr ausgeglichen, 5 Bayern-Siege, 4 Ulmer Erfolge. Vergangene Saison siegte der FCBB erstmals in der Ulmer Arena. Ulm zuletzt bärenstark, 6 Siege in Folge, die aktuelle Formkurve stimmt. Bayern dagegen will den Schwung vom Greilsheim-Sieg mitnehmen. Es war der 7. Hunderter der Saison, einsame Spitze in der gesamten Liga. Kein Team ist offensiv stärker als der deutsche Meister. Ulm gegen München, der Leckerbissen zum Osterfest. Es bleibt also nur noch eins zu wünschen. Viel Vergnügen. Guys, okay, we have to be cocky. It's technique, which means guys here, let's go, huddle up. Bei unserer kleinen Feuilleton-Sendung kommt das Künstlerische ja manchmal ein bisschen zu kurz, aber nicht heute. Heute wird mal gemalt. Das, was Duschko hier gerade macht, das können natürlich und sollen vor allem auch alle Fans machen. Ein T-Shirt designen für die Playoffs 2015. Wichtig ist, das T-Shirt muss rot sein. Der Slogan I have a team sollte drauf sein und das FC Bayern Basketball Logo sowie Playoffs 2015. Ansonsten Wolken, Vögel, Sonne, was auch immer. Actually, the whole team is blonde hair. Die Idee mit dem Haarkreis gefällt mir sehr gut. Bin beeindruckt. Hey, Jovan. Ist vielleicht ein bisschen eng, aber von der künstlerischen Darbietung fantastisch. How do you like your painting? It will look better, much better on the shirt than on you. It's supposed to represent one happy day. Picture of the people that are happy when they come in the game. See, I have a team, I have clouds, birds, not shooting birds, good birds, with not like pigeons. Sunshine, team, they're supposed to be team, you know, ha ha, us huddle up. Ball,
But then I find a good marker, so we are short for the good markers, and that's it. I mean, that's represent the team. Perfect. Und das war die Folge 25 von Zoom. Thanks a lot. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Be Win.